Und willkommen zurück zu Pokémon Platin. Tja, wir sind gerade in Jubelstadt angekommen im letzten Part. Und Libelle von der internationalen Polizei quatscht uns gerade noch zu. Vielleicht hilft ja dies auf euren Wegen weiter. Wir haben die Kampfkamera erhalten. Klasse, hätte ich noch einen letzten Part packen können. Egal. Es ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient, das habe ich doch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut, in dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ich würde sie ja verwenden. Schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas bitten. Sollt ihr uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, ihr müsst das. Ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin nicht da. Ich bin noch nicht einsam. Was für ein Quatsch. Alter, was ist das eigentlich für eine Pfeife? Ihr müsst von Schurken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. Scheint, dass auf die Arbeit für die internationale Polizei ganz schön behämmert macht. Eine ziemliche Herausforderung ist. Ja. Mike, hier ist die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Ich hasse Schule. Wann ist der Freund Leon hingegangen? Wahrscheinlich ist er drinnen am Lernen. Wetten nicht. So, ich bin weg. Bis bald mal. Naja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Offscreen-Training einschieben und mein ganzes Team so auf Level 8, 9 bringen. Also, wir sehen uns dann. So, also, ich bin fertig mit dem Offscreen-Training. Seht schon, Janix Level 8, Starra, Lilium und Panflam Level 10. Shinox hat noch Silberblick dazugelernt. Starra, Lilium, Ruckzuckhieb und Flügelschlag. Panflam war ja schon Level 10, also der hat nichts mehr dazugelernt. Genau. Jetzt müsste hier eigentlich das mit... Achso, ne, jetzt muss ich erst in die Trainerschule. Ah, hier oben ist ein Item, und zwar... Das Angriff, da oben ist Leo. Hey Mike! Bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Was machst du hier, Mike? Was? Was? Du hast etwas für mich? Ach ja, genau, wir müssen das Paket übergeben. Hm, was ist das? Klasse, das ist deine Karte. Wieso sind da gleich zwei Karten? Finde ich ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Mike, du kannst eine haben. Genau, hier halt mir die Karte. Wenn ich die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzelingen gehen. Da gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Naja, die Träume lasse ich ihm. Hier müssen wir eigentlich kämpfen können. Genau, hier kann man kämpfen. Das nehme ich gleich mit als Training. Gegen so junge Lasse. Neugestärkte Scheinungs geht in den Kampf. Okay, das ist gleich X-Angriff an, um seinen Angriff zu stärken. Ich halte von diesen Item nichts. Items nichts. Okay, Ruckzuckhieb, damit darf er immer sofort, immer als Erster angreifen. Macht nichts, ich greife einfach weiter mit Tackle an. Das hätte es nicht gebraucht, dass es daneben geht. Ah, scheint es erreicht damit Level 9. Sieht wahrscheinlich, es hat einen sehr hohen Angriff. Es hat Ladevorgang gelernt, das bringt es momentan nichts. Ladevorgang, damit der Scheinitz sich auf und... damit wird die nächste Elektroattacke doppelt so stark, bloß da hat es noch keine drauf. Wird es aber hoffentlich bald eine lernen. Genau, ich habe vorher noch einen Trank gefunden. Gebe ich ihm mal. Ich hoffe, gegen den kann man auch noch kämpfen.
Ja, dein Bidizer. Genau. Anfang noch ein bisschen langweilig, die Kämpfer, weil man wirklich nur mit Tackle und so angreifen kann und keine besonderen Moves drauf hat. Oh, ein Volltreffer, das ist sehr gut. Okay, der erklärt uns jetzt bloß die verschiedenen Typen. Hey, wie ein Item für mich. Ah, wir kriegen einen Drang von dem Typen. Hat es ja wenigstens gelohnt. Da ist der komische Typ. Ho, ho, ho. Du nennst dich ein Pokémon-Trainer? Du bist jetzt kein Pokédex. Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pokédex erfunden und stell ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist 3 Clowns in Jubel stattfinden. Wie du findest. Und nun, du kannst einen Pokédex bekommen. Ja, wunderbar. Da ist schon der erste Clown. Hallo, ich bin so ein Clown der Pokédex-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird ein Pokémon dich kämpfen und Erfahrungspunkte stärker? Ja. Ding, ding, ne? So, du hast so voll recht, ne? Pokémon werden so stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf ownen, ne? Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann so zu einer anderen Form, ne? Das nennt man dann Entwicklung, ne? Hier, bitteschön, so ein Coupon, ne? Okay, ein Coupon 1. Insgesamt 3 sammeln. Wenn ich mich recht erinnere, müsste der andere Clown. Genau, hier ist einer und es müsste dann auch da links noch einer sein. Guten Tag, ne? Ich bin so ein Clown so von so Pokédex, so Kapagne, ne? Und ich frage dich so, kann Pokémon ne, so Items halten, ne? Ding, ding, ja, du hast zu recht, ne? Du bist ja voll so schlau, ne? Und ja, Pokémon kann so ein Item halten, ne? Manche Items zeigen Wirkung, sobald so von Pokémon so gehalten, ne? Die Pokémon so essen Bären, so wenn im Kampf nötig, so ja, hier nimm den Coupon nur. Okay, eine dritte müsste genau hier sein. Hier. Ja, hallo, so ich bin nur noch so ein Clown, ne? Weiß schon wie anderen 2 Idioten so, aber ich bin ein bisschen schlauer, ne? Ich kann so bis 5 zählen. Die Pokémon haben so Typen bzw. so Elementklassen, ne? Schönes Wort. Habe ich gestern in Wikipedia gelernt. Gibt's doch für Tacken? Ja. Ding, ding, ja, ist wieder so recht, ne? Ist so voll schlau, ne? Wenn der Typ seines Pokémon dem seiner Attacke entspricht, wird die Attacke so stärker, ne? Habe ich so auf Pokiwiki gelesen. Hier in unserem Coupon. Ja, was er da erklärt hat, ist das Step, was ich glaube ich auch schon mal erklärt habe. Wenn nicht, das ist einfach nur so eine Pokémon, wenn der Attacke vom selben Typ ist wie das wie der Anwender, dann kriegt der Attacke 50% der Stärke obendrauf. Genau hier. Ja, dann lass mich mal deine Coupons zählen. Ich verwende dafür den Pokédex hier. 1, 2, 3, ja, du hast alle meine 3 Vollidioten gefunden. Ah, dafür kann ich nur applaudieren, ha. Für diese Coupons gebe ich dir nun, jawohl, den Pokédex. Das ist eine Uhr, den werde ich vielleicht auch noch zeigen. Die werde ich auch noch zeigen. Du kannst deinen Pokédex aufrüsten, wodurch er vielfältiger in seinen Möglichkeiten wird. Berühre den Bildschirm des Pokédex und probiere ihn mal aus. Da gibt es so ein paar Funktionen. Aber das zeige ich mal wann anders. Das sieht man auf dem unteren Bildschirm. Genau, hier oben geht es weiter. Hier sind ein paar Trainer. Mal kann ich da hin. Hier erstmal das Item.
So, jetzt gehen wir da hoch. Ist da schon eine Trainerin? Ja, wen nennst du hier schwächlich, hä? Und ich. Die hat ein... Ah, Gyre Sabina, die hat ein... Auch ein Shinox. Wir haben ein höheres Level, damit sollten wir stärker sein. Wenn wir treffen, das ist, wenn Shinox trifft, das ist natürlich die andere Sache. So, jetzt. Ja, wir machen wesentlich mehr Schaden als das Vieh. Ja, eine trifft auch nicht. Es reicht Level 10. Trainiere ich Panflam weiter. Da kann es momentan ein bisschen gebrauchen. Probier den auf den hin. Hier geht's. So, ja, Route 204. Hier ist wieder ein Trainer. Ah, der will mit dem Carpador besiegen. Weil ich weiß, kann Carpador bis Level 20 nur Platscher. Da seht ihr mal eins der nutzlosen Pokémon, die es gibt. Carpador entwickelt sich zwar auf Level 20 zu Garados, wird dann schon nützlicher. Ich glaube, es lernt nicht auf 20, sondern auf 15 schon Tackle. Ist auch egal. Es hat miese Werte, kann am Anfang nur Platscher und lässt sich einfach nur total schwer trainieren. Wogegen Garados seine Weiterentwicklung schon epischer ist. Und ihr seht nicht mal, Erfahrungspunkte gibt das Vieh. Das ist also vollkommen nutzlos. Hier oben ist noch wer. Die hat einen Knospi. Okay, da kann ich jetzt den Typvorteil nutzen, indem ich Glut ansetze. Und das gibt... Ja, okay, es ist verbrannt, das ist Glück, damit muss ich nicht ewig davon... Es ist ein Wachstum, um seinen Spezialangriff zu erhöhen. Aber durch die Verbrennung würde es jetzt sterben. Ein wildes Pizza. Ich werde den Part dann eh bald beenden. Das Wiener, oder müsste es ein Level geben für Panflam? Oh. Warum muss es immer so knapp sein? Das nervt. So, Panflam Level 11. So, und im nächsten Part gehen wir dann hier rechts weiter. Genau, bis zum nächsten Mal und ciao.